Weißt du, dieses Thema mit den ganzen Bedrängnis, Herausforderungen, diesem ganzen Stress, diesem Problem, diesen Bedrängnis, Prüfungssituationen, Druck, Hitze, alles, wo wir so drunter leiden, was wir alle kennen. Ja? Diese Ausweglosigkeit, wo man gar nicht rauskommt aus so einer ätzenden Situation. Warum eigentlich? Warum passiert das uns? Ich meine, es passiert allen Menschen, aber warum passiert es eben auch den Kindern Gottes? Was ist eigentlich los, dass uns als Kinder Gottes sowas passiert? Warum lässt der Herr das eigentlich zu, dass wir unter so einen Druck kommen? Ja? Unter diese Probleme kommen, unter diese Herausforderungen kommen, unter diese Gefahr eventuell sogar kommen? Wieso eigentlich? Und da habe ich beim Recherchieren eine super coole Sache gefunden, die ich dir weitergeben möchte. Und zwar hat das was mit einem der absolut, einem der Hauptthemen der Bibel zu tun. Und das ist mit Gold. Gold. Gold kommt in der Bibel 420 Mal vor. Das ist also wirklich kein kleines Nebenthema, sondern ist richtig wichtig. Und jetzt wollen wir uns ein bisschen mit Gold beschäftigen. Okay, wir fangen allerdings mit dem Begriff Läuterung an. Läuterung. Was ist Läuterung? Ich meine, das ist so ein Begriff, der klingt schon fromm, ne? Die Läuterung. Das ist eben diese Besserung, diese Umkehr, ja, geläuterter Lebensstil, ne? So ein ganz klassisch christliches Thema, also im Sinne von geistlicher Reinigung. Und das stimmt auch schon ziemlich gut. Aber eigentlich sagt der Begriff Läuterung nichts weiter aus als, sagen wir mal, einen handwerklichen Vorgang. Und den gibt es nicht nur beim Schmelzen und so weiter von Edelmetallen, wenn das da geläutert wird, sondern den gibt es in ganz verschiedenen Bereichen. Ich habe mal nachgeguckt, beispielsweise in der Forstwirtschaft, wenn du so eine Schonung hast oder was, dann sind da die ganzen Bäumchen, wenn die dann angewachsen sind, da sind ein paar kleine dabei oder welche, die nicht richtig gut gewachsen sind und so weiter. Und die werden dann irgendwann rausgemacht, weggemacht, damit die anderen sich richtig gut entfalten können. Und das nennt man auch Läuterung. Ne? Oder bei der Glasproduktion, also früher mit Glasbläsern und so weiter, da wurde das Glas geläutert. Das heißt, da wurden diese Luftblasen entfernt. Ja? Und damit das Glas also als Masse einfach richtig brauchbar war und stabil war, dann, das nannte man auch Läuterung. Ganz interessant. So, also ein handwerklicher Vorgang zur Veredelung einer Sache im Sinne von einem Reinigungsprozess. Okay, und das ist natürlich genau das Gleiche, wenn wir jetzt Edelmetalle nehmen. Gold und Silber sind natürlich am bekanntesten, ne? Und da ist eben dieser Läuterungsprozess notwendig. Das heißt, das wird geschmolzen und durch so verschiedene Prozesse durchgeführt. Und letztlich wird das Material immer reiner, immer mehr geläutert, immer mehr geläutert, immer mehr geläutert und damit immer wertvoller. Gut. In der Bibel habe ich schon gesagt, 420 Mal Gold, etwa 280 Mal Silber und Edelsteine natürlich auch noch einen ganzen Haufen. Das heißt, es ist kein Nebenthema. Beispielsweise finden wir in Sacharja 13, Vers 9 eine Aussage wie folgende. Und ich bringe den dritten Teil ins Feuer. Läutere sie, wie man das Silber läutert und prüfe sie, wie man das Gold prüft. Das heißt, die Propheten hatten diesen ganzen Vorgang, diesen Läuterungsvorgang, der war denen bekannt. Die hatten das gesehen. Wie gesagt, kommt etliche Male in der Bibel vor. Wir werden uns noch ein paar Stellen, werden wir noch finden. Die kannten das. Das war allgemein bekannt, wie das funktioniert, was da gemacht werden muss. Aber schauen wir uns erst nochmal hier was mit dem Gold an. Gold. Ja. Ist natürlich von allen Edelmetallen das, was auf Platz Nummer 1 steht, ist sagenhaft vielseitig, kann super gut bearbeitet werden, ne? Absolut zeitlos, gilt auf der ganzen Welt, überall. Ja? Gold, der Glanz, so sagt man, erinnert an die Sonne, ne? Und konnte immer auch sehr leicht mit sich geführt werden. Also das war kein Riesending, ja? Braucht es also ja nicht, was weiß ich, monströse paar Tonnen Zeug mit dir schleppen, sondern das war klein und wertvoll. Du konntest das immer mit dir nehmen. Ne? Es war überall akzeptiert, universelles Zahlungsmittel zwischen nahezu allen Völkern, soweit die Menschheitsgeschichte geht. Gold ist das Material, sagt man,
auf dem Weltreiche errichtet worden sind und, sollte es irgendwann einmal an Gold mangeln, auch dann zugrunde gegangen sind. Ohne Gold, sagen die Historiker, konnte keine Kultur eine wirkliche Blütezeit erreichen. Okay, Gold. Jetzt besitzt Gold natürlich für uns eben diese geistliche Komponente, diese geistliche Bedeutung. Es ist natürlich ein Bild für geistliche Schätze und es ist ein Bild für das Volk Gottes. Also für dich und für mich. In Gottes Augen bist du Gold. Man könnte auch sagen, du bist ja echt goldig, ne? Also, aber das ist wirklich hier ernst gemeint. Wenn du jetzt dich mit Gold beschäftigst, was mich überrascht hat, war, Gold ist nicht selten. Ach, Gold ist überhaupt nicht selten. Also es ist jetzt nicht so, dass du, wie soll ich mal sagen, da nicht rankommen könntest. Das Problem ist nur, es ist sehr schwer herauszubekommen. Also in den Weltmeeren beispielsweise gibt es unvorstellbare Tonnen und Tonnen und Tonnen von Gold. Ich habe mal nachgeguckt, in 50 Kubikmeter Wasser im Meer ist 1 Gramm Gold. So, jetzt stell dir vor, 50 Kubikmeter, das ist echt nicht viel. Ja, das ist ein kleiner Pool, 5 mal 10 Meter, machst du 1 Meter hoch mit Wasser voll, Meerwasser voll, und da ist 1 Gramm Gold drin. Das Problem ist nur, du kommst nicht dran. Du musst einen irrwitzigen chemischen Prozess machen mit dem Verdampfen und was nicht alles, um an dieses aufgelöste Gold ranzukommen. So, und wenn du jetzt natürlich überlegst, wie viele Milliarden von Kubikmetern Wasser im Meer sind, du hast unvorstellbare Massen von Gold, aufgelöst in den Weltmeeren. Nützt nur keinem was, weil der Prozess, chemisch ist das möglich, man kommt daran, aber der Prozess ist viel, viel teurer als das, was du rausbekommen kannst. Also selten in dem Sinne ist es nicht, aber es ist verborgen. Es ist einfach schwierig, sagen wir mal, rauszukriegen. Ne? In winzigen Mengen nur zu finden. Ja, genau, eine wirtschaftliche Gewinnung, so heißt das hier, eine wirtschaftliche Gewinnung des Materials ist unmöglich. Okay, man geht jetzt davon aus, dass alles Gold seit der Schaffung der Welt, was bis jetzt gefördert worden ist, nicht mehr ist als ein Kubus von 18 mal 18 mal 18 Meter. 18 mal 18 mal 18 Meter, ganz dicht, also richtig kompakt. Das ist alles Gold, was es auf der Welt bis jetzt gibt. Also, was gefördert worden ist. Das ist nicht so viel. Und dennoch ist es unvorstellbar kostbar und unvorstellbar wertvoll. Ja, heißt also, in dieser Welt liegt das Gold nicht auf der Straße. Übrigens ganz anders als im himmlischen Jerusalem, Halleluja, wo, wenn du ein Kind Gottes bist, dich schon freuen darfst, ja, auf den goldenen Straßen des himmlischen Jerusalems wandeln zu dürfen. Gut, jetzt gab es im Altertum, zu biblischen Zeiten, 3 Methoden, wie man jetzt an dieses hochbegehrte Metall rangekommen ist. Denn Gold war extrem begehrt. Schau mal, das setzt keine Patina an. Das rostet nicht, weder in der Luft noch unter Wasser. Ja? Das ist gegenüber chemischen Einwirkungen grundsätzlich fast komplett resistent, extrem widerstandsfähig, verliert seinen Glanz nicht. Jeder, der zu Hause Silberbesteck hat, weiß, dass er da immer wieder mal da polieren muss mit dem Zeug. Bei Gold ist das anders. Ne? Also Gold wirklich cool. Übrigens, das ist auch ein interessanter geistlicher Aspekt. Ne? Rostet nicht, setzt keine Patina an, ist widerstandsfähig, ja, und behält seinen Glanz. Halleluja. Gut, diese 3 Läuterungsvorgänge, wenn wir uns die anschauen, die sind super interessant mit der geistlichen Komponente, die da drin ist. Ich war wirklich begeistert, als ich das gelesen habe und mich damit beschäftigt habe. Ja? Das hat echt was mit uns zu tun, mit diesem Gold, aus was das in der geistlichen Bedeutung für uns zu tun hat. Okay, fangen wir mal vorne an. Erstens die Wäsche.
Okay, hier siehst du natürlich, die älteste und einfachste Methode der Goldgewinnung ist natürlich die Goldwäsche. Das heißt, das Gold ist irgendwo in irgendwelchen Flüssen ausgewaschen und das gab es mehr oder weniger auf der ganzen Welt. Man kennt es natürlich vom Goldrausch aus den Western und so weiter, ja, am Klondike, am Sacramento, am Yukon und so weiter und dann eben diese Tracks, die dahin sind, um eben ihr Glück zu machen. Und genau, aber es gab, wie gesagt, das auf der ganzen Welt, überall. Überall hat man das gekannt und überall hat man so Gold gewonnen. Man sagt, das gibt es schon seit etwa 6000 Jahren. Und man hat beispielsweise festgestellt, dass man in Ägypten schon 4000 vor Christus, also vor etwa 6000 Jahren, begonnen hat, eben durch dieses Goldwaschen eben das Material zu gewinnen. Das wurde nahezu unverändert über Generationen und Generationen und Generationen beibehalten. Und das gab es auch in Europa, gab es auch in Deutschland. Noch heute gibt es solche Worte wie Goldbach oder Goldbrunnen. Ja, das ist genau das, wenn man eben da im Wasser irgendwie Gold gefunden hatte. So, das Gold wurde dann, das war eben häufig dann irgendwie, wenn es jetzt nicht so Blättchen waren oder so, dann war das so im Gestein irgendwie verteilt und man hat das dann ausgewaschen. Man hat das also, das Gestein mit dem Gold drin sich geholt, hat das zerkleinert mit dem Sand und so weiter. Man nannte das eine Seife, das waren Seifen, so hieß dieses Zeug. Und das wurde dann eben ausgewaschen, wie hier beispielsweise bei so einem Sieb, ja, wo das Wasser durchläuft. Und das wurde mit Wasser vermischt, so lange geschwenkt, bis eben diese schweren Goldbestandteile, die waren schwerer natürlich als der Rest, eben sich vom Schlamm und von diesem Sand getrennt hatten und einfach herausgesammelt worden sind. Ja? Und das finden wir schon im ältesten Buch der Bibel. Da heißt es, ja, für Silber gibt es einen Fundort und eine Stelle für Gold, wo man es auswäscht. Hiob 28, Vers 1. Interessant. Die Bibel hat, wie gesagt, etliches dazu zu sagen. Und das waren dann, wie gesagt, diese Pfannen, wo man das ausgewaschen hat, immer wieder geschwenkt hat und ein fürchterlich aufwendiger und, ich sag mal, langweiliger Job. Aber eben jeder, der Gold in dieser Weise versucht hat zu gewinnen, der war natürlich davon beseelt, dass er irgendwann die riesen Goldader findet und die dicken Nuggets und zum gemachten Mann wird. Zur Zeit der Römer hatte dieser Goldabbau also wirklich gewaltige Ausmaße angenommen. Die waren also extrem dahinterher, weil die brauchten das zur Finanzierung von ihrem ganzen Staatsapparat. Die haben sagenhaft viel Gold, wie soll ich mal sagen, benötigt für die Kriegszüge und so weiter. Und die haben erstaunliche Ingenieurleistungen vollbracht, über die man heute noch staunen kann, ja, um daran zu kommen. Die haben ganze Flüsse umgeleitet. Die haben solche kleinen Gebirgszüge zum Einsturz gebracht, ja, um da eben leichter an das Wasser ranzukommen. Auch mit aufgestautem Wasser haben die das gemacht. Und man geht davon aus, dass vom Jahr 100 vor Christus bis zum Jahr 150 nach Christus, also so der Blütezeit des Römischen Reiches, allein in Spanien, im Nordwesten Spaniens, auf der Iberischen Halbinsel, durch die Römer etwa 1,5 Millionen Kilogramm Gold abgebaut worden sind. Also das ist schon ein ganz ordentlicher Teil von diesen 18 mal 18 mal 18 Meter. Ne? Das haben die Römer abgebaut. Und damit haben sie ihr Imperium finanziert. Man kann davon ausgehen, hätten die das Gold nicht gehabt, hätten die all diese Soldaten und das ganze Ding nicht bezahlen können, wäre das Römische Reich vielleicht niemals so groß geworden, wie es dann geworden ist. Und was hat das jetzt für eine geistliche Bedeutung? Schau, das Gold ist da mit diesem Geröll irgendwie verborgen, liegt da drin, ja, ist so vermischt. Da sind große Mengen von Stein, da sind große Mengen von Sand. Das ist kaum zu erkennen. Man sieht es kaum, man realisiert es gar nicht, dass da eben Gold ist. Ne? So, und dann muss es herausgeholt werden. Wie geschieht das? Man holt es und man schwenkt es. Man erschüttert es, ja. Man ist so richtig in Action, um das Gold eben dazu zu bringen. So richtig, es wird gesiebt.
Erschütterung, Erschütterung. Nochmal und nochmal und nochmal. Ja, um dieses Gold von dem Geröll, von dem Sand, aus dem es herauskommt, eben, herauszuwaschen. Ne? Was gebraucht wird, ist viel, viel Wasser. Hier geht es um Erschütterung und das Wasser ist ein Bild für den Heiligen Geist. Das ist das, was Gott macht, um uns aus dem, ich sag mal, Weltsystem, dem wertlosen Geröll, dem wertlosen Sand, dem wertlosen Gestein rauszuholen. Dazu ist notwendig, dass das erschüttert wird, dass das gesiebt wird, dass das bearbeitet wird und viel, viel Wasser, das Böse eben fortspült. Das ist einer der Sinn, einer der Gründe, warum es Erschütterung in deinem Leben gibt. Diese Erschütterung dienen dazu, dass das Gold rauskommt. Dass das, was wertvoll ist, rauskommt. Du bist Gold. Du musst losgelöst werden von dem ganzen Gestein, dem Gerümpel und Zeug, in dem du drin bist. Rausgeholt werden, damit es brauchbar ist für den Herrn. Ne? Rausgesiebt werden aus dem, was wertlos ist. Und das kostet Zeit und das kostet Mühe. Und das ist mit Arbeit und Plackerei verbunden. Dreck und Unrat müssen fortgespült werden, damit das hervorkommt, was wirklich wichtig ist. Ich glaube, das ist etwas, was wirklich zu uns spricht und was uns hilft, ein bisschen zu verstehen, warum manchmal solche Erschütterungen kommen, warum manchmal solche Schwierigkeiten kommen, warum das eben nicht so ein super schöner Spaziergang über eine sonnenbeschienene Blumenwiese ist mit Schmetterlingen und sonst was und alles ist super, ja, wie wir uns gerne das Leben so vorstellen, ne? Sondern eben tatsächlich, dass hier in solch einem Prozess, ne, rausgelöst wird. Ja? Gott will sein Volk aus dieser Welt heraussieben. Amen. Das ist wirklich wahr. Er will uns rausholen aus der Welt. Wir sind inmitten von Staub und Dreck, verborgen, versteckt, irgendwie. Schau mal, aus Gottes Sicht ist es doch so. Da ist die Erde, ja? Und da ist etwas Kostbares drin, was sich in der Erde verbirgt. Das sind seine Kinder. Die will er rausholen natürlich. Die will er rauswaschen, die will er raussieben, die will er rausholen. Dazu ist ein Prozess notwendig. Und dieser Prozess, der erklärt, warum uns manche Sachen im Leben passieren. Gott will seine Nuggets holen. Ne? Das ist nämlich das, was er braucht, ich sag mal so, um damit sein himmlisches Jerusalem zu bauen. Du und ich, wir sind Bestandteile, Bausteine des himmlischen Jerusalems. Und dazu braucht Gott sein Gold, nämlich Gold für die Ewigkeit. Gold für die Ewigkeit. Er holt es heraus aus dem toten Gestein. Er spült es im Wasser des Heiligen Geistes. Und durch diese Erschütterung, durch dieses Rütteln, raus aus der Umgebung, trennt es von dem, was in seinen Augen keinen Wert hat, um etwas zu haben für die Ewigkeit. Wir sind, du kennst bestimmt den Begriff Ekklesia. Die Herausgerufenen. Weißt du, ich find das interessant, wenn man sagt, wir sind auch die Herausgewaschenen. Die Herausgewaschenen aus all dem Gestein und Sand und so weiter, Geröll dieser Welt, herausgewaschen durch den Geist, damit wir in Ewigkeit als Gold in Gottes Hand wirklich mit ihm verbunden sein können. Der Herr hat alles für uns gegeben, um uns rauszuholen aus diesem Weltsystem. Halleluja. Ich finde das so grandios. Ich finde das ein wunderbares Bild. Das hilft mir einfach zu verstehen, dass diese Erschütterungen und diese Dinge, die uns einfach so aufwühlen, dass die eben nicht zufällig sind, sondern dass da eine Absicht darin hinter ist und dass der Herr das zulässt, weil er will, dass das Kostbare in unserem Leben rauskommt. Okay, gut. Das war die erste sehr, sehr bekannte Version. Das ist dieses Goldwaschen. Goldwaschen. Gut, jetzt hat man allerdings schon sehr, sehr, sehr früh gemerkt, okay, diese Methode ist zwar gut und verhältnismäßig einfach, ne? Ist ja auch immer an der Oberfläche, also an der Erdoberfläche, aber es gibt noch irgendwie ein Problem. Nämlich ein guter Teil des Goldes, mindestens 50%, ist nämlich gar nicht so verfügbar, dass es als freie
Teilchen, kleine Goldplättchen oder was auch immer, überhaupt frei ist, sondern es ist eingebettet sogar in das Gestein. Es ist nicht nur inmitten von dem Geröll, wie soll ich mal sagen, irgendwo da drin, sondern es ist sogar eingebettet, es ist damit verbunden. Ja? Es ist also in dem Gestein, im wertlosen Zeug irgendwie drin, ne? Verbunden. Man sagt, dass das Gold in freier Natur selten in gediegener Form, so ist die Formulierung, in gediegener Form vorkommt, also rein, sondern meistens ist es mit Silber verbunden, mit Kupfer verbunden, mit irgendwelchen anderen Metallen chemisch verbunden oder mit Gestein verbunden. Wenn das mit Metall ist, dann spricht man von einer Legierung. Kennst du bestimmt den Begriff, einer Legierung. Gut, Gold mit Kupfer beispielsweise, irgendwie. Und dann muss man natürlich da irgendwie an das Gold rankommen. Auch das erinnert mich natürlich an das Volk Gottes. Eigentlich ist das sehr ähnlich. Wir sind auch mit vielen Dingen verbunden. Ne? Wir sind verbunden mit Dingen, die eigentlich nichts wert sind. Und der Herr will uns davon freisetzen. Wie viele Gebundenheit besteht doch im Volk Gottes. Zu irgendwas, zu irgendwelchem Zeug in der Welt, zu irgendwas, was in Gottes Augen nichts wert ist. Wertloses Zeug, was vergehen wird. Aber damit sind wir verbunden, weil aus irgendwelchen Gründen erscheint es uns gut, da so eine Verbindung einzugehen. Ja, eine Legierung einzugehen mit irgendetwas, ja, was in Gottes Augen nichts wert ist. Ich sag mal so, oft halten wir als Kinder Gottes an unseligen Verbindungen fest, aus irgendwelchen Gründen, trotz des reinigenden Wassers des Heiligen Geistes. Ja, in Epheser 5, Vers 26 heißt es das Wasserbad des Wortes. Trotz diesem Wasserbad, trotz diesem Heiligen Geist, trotz dem Wort, irgendwie halten viele Christen noch an irgendwelchen Dingen fest. Unseligen Verbindungen, unseligen Legierungen, ja, in einer Sache, die nicht gut ist, die nicht rein ist. Okay, und da ist dann eben auch, dass der Herr sagt, okay, ich werde mein Gold da rausholen. Ich werde mein Volk da rausholen. Ich brauche Baustoffe, sage ich mal, Bausteine, Gold für die Ewigkeit. Schon vor Jahrtausenden hat man dann angefangen, auch Bergbau zu betreiben. Man hat mitgekriegt, okay, Gold gibt es nicht nur hier in irgendwelchen Flüsschen, sondern das ist auch in der Erde. Und man hat festgestellt, man kann da eben Minen bauen, man kann da rankommen. Man kann dieses kostbare Material gewinnen und es ist sogar noch besser und hochwertiger und in ganz anderer Menge verfügbar als eben da in diesen Flüssen, ja, wo das Gold wirklich nur in ganz klitzekleinen Portionen vorkommt. Gut, man hat entdeckt, in der Tiefe der Erde gibt es das begehrte Gold. Und hier habe ich euch mal so einen Menschen da, so einen Bergbauarbeiter, der hat jetzt mal hier den Fund seines Lebens gemacht und zeigt hier so ein Goldnugget. Ne? Man hat angefangen, das unter Tage abzubauen. Aber hier war es eben auch nicht leicht. Das war nämlich in aller Regel im Gestein verbunden. Und dieses ganze Gestein, wie gesagt, häufig auch in diesen Legierungen, musste zerbröselt werden, musste zerkleinert werden, musste zermahlen werden. Und dann kam das in Schmelzöfen. In Schmelzöfen und die mussten extrem hoch erhitzt werden, damit das Gold aus diesem Gestein und Gebrösel rausschmelzen kann. Rausschmelzen kann. So, der Schmelzpunkt von Gold liegt bei 1063 Grad Celsius. 1063 Grad Celsius. Das heißt, um überhaupt das Gold zum Schmelzen zu bringen, musstest du Temperaturen haben, die das mal mindestens hatten. Und das war etwas, was natürlich im Altertum schon ein echtes Maß an Ingenieurkunst einfach notwendig machte, damit die Öfen so gebaut werden konnten, dass diese Temperatur auch über einen längeren Zeitraum gehalten werden konnte. Ja? So, die haben also mit sehr, sehr, sehr hohem Aufwand, ja, diese Schmelzöfen betrieben, um eben an das Gold ranzukommen, indem man dieses Gemenge, dieses Gebrösel da eben dann erhitzt hat und das Gold rausgeschmolzen hat. Das war, wenn das rauskam, natürlich noch nicht sauber. Da war noch viel
Dreck dabei. Wir lesen beispielsweise in Maleachi 3, Vers 2. Da heißt es, wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Das ist übrigens das, was wir erwarten, dass der Herr kommt. Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Denn er wird wie das Feuer eines Schmelzers und wie das Laugensalz von Wäschern sein. Wenn der Herr kommt, wird es sein wie das Feuer eines Schmelzers. Der Herr kommt im Feuer. Und dieses Feuer, dieses Hochofenfeuer, dieses Schmelzfeuer, um das Gold zu produzieren, das ist es eben, von dem hier die Rede ist. Nun, jetzt war es so, schon wie gesagt, vor Jahrtausenden, dieser Schmelzprozess, der wurde immer wieder wiederholt. Also erst war das Gold dann noch mit ziemlich viel Dreck und kleinen Gesteinspartikeln und so weiter natürlich verbunden. Man hat das dann abgeschöpft, man hat das ausfließen lassen, dann erkaltete das und das wurde immer wieder neu erhitzt. Und dann hat man nämlich die Verunreinigungen, die haben sich dann abgesetzt. Ja? Die Verunreinigungen haben sich abgesetzt, man sprach davon von der Schlacke. Auch bei Gold gibt es die Schlacke. Ne? Und die Schlacke, das ist eben das, was da in diesem Schmelzgold, geschmolzenen Gold war und was eben nichts war. Noch irgendwelche Partikel, irgendwelcher Dreck, irgendwelche Gesteinsdinger, irgendwelcher Sand, der war noch drin. So, und das wurde abgeschöpft. Und dadurch wurde das Gold immer wertvoller. Ne? Und dieser Prozess musste immer wiederholt werden und immer wiederholt werden. Und je länger das wurde und je mehr man das abgeschöpft hat, desto reiner wurde das Gold und desto höher ist nach uns heute, nach unserer Technik, ist die Karatzahl. Die Karatzahl sagt, wie dieser Reinigungsprozess des Goldes fortgeschritten ist. Gut, also Schlacke von dem Gold, was geschmolzen ist, muss abgeschöpft werden. Okay. Nun, ist was sehr Interessantes dabei. Wenn das Gold jetzt erstarrt ist, ja, schön, vielleicht auch poliert, alles super, so ein Goldklumpen oder so ein Goldbarren oder was auch immer, dann sieht man nur die Oberfläche. Man sieht natürlich nicht, was da drin ist. Man hat keine Ahnung, wie viel Schmutzpartikel sind denn da noch drin. Ist das wirklich so rein, wie es von außen aussieht, oder ist da noch mehr drin? Ne? Und deshalb muss das komplett verflüssigt werden, komplett in diesen Schmelzprozess, um dann erneut das abzuschöpfen, was eben da an Schmutz noch drin ist. Und da ist die interessante geistliche Komponente nicht sehr schwer zu erkennen. Ne? Durch das Feuer, durch die Hitze, was natürlich ein Bild für den Heiligen Geist ist, ja, durch diese anhaltende Hitze, trennt sich das Gold der Kinder Gottes aus diesem Gestein der Welt erstmal heraus. Und zwar aus dem es Gestein, in das es so fest und scheinbar nicht lösbar heraus zu bekommen ist. Das kannst du mechanisch kaum machen. Dazu muss dieser Schmelzprozess kommen. Ja? So, dieses Herausschmelzen, dieser Reinigungsprozess, kommt immer und immer und immer wieder. Ne? Und dadurch wird es immer wertvoller. Die Schlacke, ich sag mal die Schlacke der Sünde, wird immer mehr abgeschöpft. Und je länger wir mit dem Herrn gehen und je länger wir durch solche Krisenzeiten, Sturmzeiten, Schmelzzeiten, Zeiten von Hitze kommen, desto mehr kann das abgeschöpft werden, was nicht gut ist, was in den Augen des Herrn nicht wertvoller ist, nicht wertvoll ist. Wir werden also durch diese Prozesse, die wir häufig gar nicht verstehen, die wir häufig als schmerzhaft empfinden, in den Augen Gottes immer wertvoller. Die Karatzahl steigt. Die Schlacke verschwindet. Ne? Und das ist natürlich interessant. Schau mal, wenn man so einen schönen, polierten Goldklumpen hat, ach ja, glänzend poliertes Christenleben, super gut, alles bestens, schön, Strahlemax. Ne? Nach außen sieht alles super aus.
Der Herr weiß, was drin ist. Der Herr weiß genau, was sich da drin verbirgt. Und dann kommt dieser Läuterungsprozess. Dann kommt der Prozess, wo der so wertige und gut aussehende Goldklumpen oder Goldbarren eben erneut schon wieder geschmolzen wird. Und dann auf einmal kommt das hervor, kommt nach oben, wo man mit Schrecken es anguckt und sagt, das war noch in mir drin oder das war noch in jemand anderem drin. Psalm 26, Vers 2. Erprobe mich, Jahwe, und prüfe mich, läutere meine Nieren und mein Herz. Das ist genau das, was der Psalmschreiber hier gesagt hat. Herr, läutere mich, erprobe mich, prüfe mich. Ich will rein sein vor dir. Und er hat verstanden, dass das ein Prozess ist. Und zwar ein Prozess, der uns häufig als Christen nicht sehr angenehm erscheint. Das Feuer steht für Gott. Feuer steht fast immer für Gott. Wir finden beispielsweise in 2. Mose folgende Aussage, 2. Mose 19, Vers 18. Der ganze, also das war zu der Zeit, wo das Volk Israel aus Ägypten herausgezogen war. Und dann waren sie mit Mose an den Gottesberg gekommen, hatten das Lager aufgebaut da. Und dann ist Mose ja dort auf den Berg hochgegangen, um die 10 Gebote und so weiter zu empfangen. Und das war ein längerer Prozess, das dauerte etliche Wochen, diese ganze Zeit. Und da in dem Zusammenhang heißt es eben, wie gesagt, in 2. Mose 19, und der ganze Berg Sinai rauchte, weil Jahwe im Feuer auf ihn herabkam. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens. Genau so ein Rauch war das. Der Herr kommt im Feuer und genau so ein Schmelzofeneffekt taucht auf. Der ganze Berg erbebte heftig. Eine sehr interessante Situation, die dort passiert ist, als Gott das Gebot, die Gesetze gegeben hat. Ja? Gott im Feuer. Und er spricht aus dem Feuer heraus. Feuer ist eigentlich so ein Element Gottes. Es ist das Element des Heiligen Geistes. Sehr interessant. Und ein paar Kapitel weiter finden wir folgende Aussage in 2. Mose 24, Vers 17. Das Aussehen der Herrlichkeit Jahwes aber war vor den Augen der Söhne Israels wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges. Vor den Augen der Söhne Israels, das heißt, das ganze Volk hat das gesehen. Sie haben Gott gesehen und sie haben gesagt, das ist wie ein verzehrendes Feuer. Hey, das war nicht ein Feuer so irgendwie nett und schön, sondern das war verzehrend. Sie wussten, das ist gefährlich. Sie wussten, das ist vielleicht sogar lebensgefährlich, das ist bedrängt. Und das Volk wollte auch nicht dann dahin gehen, weil das war denen zu heiß. Und nur Mose und noch ein paar andere, die er bestimmt hat, die gingen dann mit in diese Gegenwart Gottes, in das Feuer des Herrn, in seine Nähe, in seine Heiligkeit. Wo es heißt, wie der Rauch eines Schmelzofens war die ganze Szenerie. Hey, das ist der Platz, wo du und ich hingehören. Hin zum Herrn, hin in das Feuer des Herrn, hin in das Feuer seiner Gegenwart, hin in das, was er für uns hat. Wir wollen doch nicht am Rand stehen und zugucken, sondern wir wollen diejenigen sein, die sagen, jawohl, hinein in das, was der Herr für mich hat. Wie hier der Psalmist schreibt, erprobe mich, Jahwe, und prüfe mich. Läutere mich. Ich will dabei sein. Ich will Gold sein. Ich will wertvoll sein in deiner Hand. Und zwar ist das ein Gold, was in Ewigkeit Bestand hat. Das ist nichts Vergängliches. Der Herr sieht dich und will dich kostbar machen in seinen Augen. Und dazu gibt es diesen Läuterungsprozess. Nicht um dich zu zerstören, nicht um dich zu quälen, nicht um dich zu strafen, sondern um dich kostbar zu machen, wenn du hindurchgehst mit ihm. Ja? Im erkalteten Zustand mag der Goldklumpen super aussehen, aber der Herr weiß, was sich da drin verbirgt. 1. Samuel 16, Vers 7. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber Jahwe sieht auf das Herz. Das steht im Zusammenhang mit der Salbung von David als König. So, was ich sagen will, ist Folgendes.
Erst die Bedrängnis, die Anfechtung, das Feuer, die Hitze bringt das hervor, was wirklich in uns steckt. Erst der ganze Stress bringt das hervor, was sich in uns verborgen hat und was man so gar nicht sehen kann unter unserem polierten Christendasein. Was aber trotzdem da ist. Die Oberfläche ist glänzend und schön und alles super. Aber der Wert des Goldes richtet sich nicht nach der Oberfläche. Ne? Nicht nach dem äußeren Anschein. Nicht nach dem, was vielleicht beeindruckend ist. Gott sieht ins Verborgene. In das Herz. Er sieht in das, was hinter der glänzenden Fassade ist. Und da will er, dass wir reiner und vollkommener und wertvoller werden. Und deshalb lässt er die Glut zu. In unserem Leben wirklich. Sigrid hat ja vorhin eine Story erzählt. In unserem Leben haben wir diese Glut wahrlich mehr als einmal durchschreiten müssen. Und wenn du drin bist, denkst du, was für ein Elend, was für ein Quatsch, warum macht Gott das? Warum hilft er mir nicht raus? Und erst im Nachhinein siehst du, hey, ich bin wertvoller geworden. Ich bin gereinigt worden, da ist Zeug verbrannt worden, was nicht gut ist. Ich bin mit dem Herrn vorwärts gekommen. Es war im Rückblick gesehen schmerzhaft und gut. Das ist nicht in allen Fällen ist das natürlich so, aber wenn der Herr seine Hand anlegt, dann ist das so. Es gibt auch die Fälle, wo der Feind agiert. Das ist ganz was anderes. Aber in den Fällen, wo der Herr uns durch solche Drucksituationen, durch solche Hitzesituationen hindurchführt, dann ist es etwas, was uns wirklich helfen kann. Und deshalb haben wir manchmal diese Probleme und Widrigkeiten und Anfechtungen und den ganzen Kram, vielleicht sogar Verfolgung, damit das, was in uns ist, zum Vorschein kommt und abgeschöpft werden kann. Wenn wir nämlich Buße tun für das, was da vielleicht an Dreck hochkommt, wird es abgeschöpft und es ist erledigt. 1. Petrus 4, Vers 12 bis 13. Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, sondern freut euch. Und wenn du unter diesem Gesichtspunkt das Neue Testament anguckst, dann stellst du erschreckt fest, ey, das ist gar nicht so selten das Thema. Ja? Und Petrus bringt es auf den Punkt. Verfolgung ist wie Feuer, aber es ist etwas, was euch prüft. Dadurch werdet ihr geprüft. Das ist ein anderes Wort für Läuterung. Ihr werdet dadurch weiterkommen. Und ihr könnt euch sogar darüber freuen. Hey, das macht kein Mensch, sich über sowas freuen. Ja, das ist wirklich Hilfe. Kein Mensch findet das toll, wenn er in diesen Schwierigkeiten, in dieser Hitze, in diesem Druck, in diesen Problemen ist. Aber als Christen dürfen wir den Blick erheben und sagen, ey, ich werde durchkommen und ja, der Herr wird was Gutes draus machen und ich werde stärker sein. Und ich werde mich davon nicht überwältigen lassen. Wie mit dem Sturm. Wir kommen durch mit dem Herrn. Er bringt uns durch. Und das gilt auch für die jetzige Phase, in der so viele Menschen so viel Angst haben, so viel in Sorge sind, so viel in dieser Bedrängnis sind. Hey, der Herr wird uns durchbringen, der Herr wird uns segnen, der Herr wird uns wachsen lassen. Und selbst wenn es Verfolgung kommt, es dient zu unserem Besten. Wir werden kostbar in seinen Augen. Wir müssen diesen ungewöhnlichen, aber biblischen Blickwinkel haben. Ja? Dass er uns einfach hindurchbringt durch schmerzhafte Prozesse als Gold für die Ewigkeit. Gott will uns reinigen. Wenn ich mal ganz provokativ sagen soll, dann würde ich sagen, hey, Gott steckt uns in den Ofen. Gott steckt uns in diesen Schmelzofen. Er will, dass wir wirklich rein werden. Und das ist natürlich eine Sichtweise, die uns nicht so gut gefällt. Ja, wir wünschen uns so dieses, ach, wie schön, ja, wunderbare Leben, ne? Hey, nimm Jesus an und all deine Probleme sind verschwunden. Aha, das stimmt nicht. Stimmt wirklich nicht. Stimmt wirklich. Zum einen gibt es einen Feind, aber auch der Herr möchte, dass du wertvoller wirst und dass du vorankommst und dass du trainiert wirst, dass du ausgebildet wirst. Ja? Dazu ist genau das notwendig. Und deshalb, weil manche Christen da einfach diesen Blickwinkel nicht haben und kein Verständnis davon haben, dann sind sie ernüchtert, dann sind sie geschockt. Ja? Dann sagen sie, habe ich mir doch ganz anders vorgestellt. Dieses Christenleben ist ja gar nicht so, wie ich mir gedacht hatte. Ja, jetzt bin ich mit dem Herrn und alles schön und ich preise ihn und er lebt in mir und alles nur super Sonnenschein. Ja, das gibt es.
Es gibt auch die Zeiten der Prüfung und der Reinigung. Ne? Im Grunde genommen ist das Wort, um das es geht, Feuer erprobt. Feuer erprobt. Er will, dass wir Feuer erprobt sind. Und er selbst ist dieses Feuer. Der Heilige Geist ist Feuer. Ja? Gott wird als verzehrendes Feuer beschrieben. Hey, wenn du sagst, oh Gott, ich möchte ganz in deiner Nähe sein, dann wundere dich nicht, wenn dein Leben ziemlich heiß wird, wenn da Hitze kommt, wenn da einfach in diese Situation reinkommt, weil er ist ein verzehrendes Feuer. Manchmal nimmt Gott uns dann aus so einer Bequemlichkeitssituation raus, vielleicht aus irgendwelchem Luxus oder sonst was, was wir gern haben, was auch nicht schlecht ist, aber manchmal ist das fehl am Platze und er holt uns da raus, denn er will dieses kostbare Material für die Ewigkeit haben. Lebendige Bausteine. Das findest du in Offenbarung 21. Da steht das, ja, dass er Bausteine für sein himmlisches Jerusalem haben will. Das himmlische Jerusalem ist aus Gold. Also sind die Bausteine aus Gold. Und das, Bild gesprochen, bist du und bin ich. So, in Sprüche 17, Vers 3 heißt es, der Schmelztiegel für das Silber und der Ofen für das Gold. Aber ein Prüfer der Herzen ist Yahweh. Exakt das ist es. Schmelztiegel für das Silber, Ofen für das Gold. Aber ein Prüfer der Herzen ist Yahweh. Und hier in den Sprüchen wird das genau miteinander verbunden. Dieses Schmelzen, dieses in den Ofen kommen. Das ist das, was die Herzen prüft. Und wenn du jetzt in solchen Situationen bist, wie gehst du damit um? Wie ist die Situation? Wie reagierst du darauf? Wir kriegen manchmal Mails, auch gerade vor ein paar Tagen kam ein sehr krasses Mails, wo Leute sagen, ich bin so enttäuscht, das funktioniert nicht, ich habe mir das ganz anders vorgestellt und warum greift Gott nicht ein und warum macht er nicht und warum tut er nicht? Und sie meinen irgendwie, sie hätten dann irgendwie so eine Vorhaltung, die sie Gott gegenüber bringen können. Und das ist oft, weil sie genau das nicht verstanden haben. Wir müssen hindurchgehen. Anderes Bild für dieses Hindurchgehen übrigens ist der Zug durch die Wüste, ne? Ins verheißene Land. Auch eine nicht so coole Situation. Heiß nämlich, ne? Wüste. Wir müssen hindurchgehen, wie durch diese Schwierigkeiten, wie durch diesen Sturm. Exakt, das ist einfach unterschiedliche Bilder, die genau das Gleiche im Grunde genommen sagen. Ne? Jeder Schmelzprozess steigert den Wert des Goldes und steigern deinen Wert. Stress, Druck, Hitze zeigen, was in dir steckt. Und guck mal, wenn Menschen, also Christen, in eine bedrängende Situation kommen, wenn solche Druck- und Hitzesituationen da sind und das dann so hochkocht, ja, das, was eben da in ihnen so ist, ne, dann kommt da beispielsweise was hoch von Wut, Zorn, Mobbing, Spott, ja, irgendwelche Lügen vielleicht, falsche Behauptungen, Unwahrhaftigkeiten. Und vorher war alles so super gut, schön, glänzend. Und auf einmal ist man geschockt, weil man sieht, was da alles ans Licht kommt. Vielleicht gibt es Leute, die fangen an, ähnlich wie das Beispiel, was ich gerade gemacht habe, wo jemand Gott anklagt, Vorhaltung macht, ja? Oder wo man zweifelt oder verzweifelt, weil man die Situation nicht mehr kapiert. Wo man anfängt zu murren und zu schimpfen, das hatten die ollen Israeliten ja gut drauf mit ihrem Zug durch die Wüste, weil die das auch nicht verstanden haben. Ja, die sind durch ihr Geschimpf und ihr Gemurre sind sie drin hängen geblieben. Ne? Weil sie dauernd negative Sachen über ihrem Leben proklamiert haben. Deshalb sei vorsichtig, was du sagst. Sei vorsichtig vor allen Dingen in schwierigen Zeiten, in Zeiten der Hitze, in Zeiten des Druckes, in Zeiten des Sturms. Sei vorsichtig, was du sagst über dir. Ne? Der Herr möchte, dass das, was in uns ist, diese Sünde hochkommt. Und häufig sind wir dann geschockt, dann Hilfe, jetzt habe ich gelogen. Wieso ist das da? Wieso war das? Das ist was in dir war und was noch hochsteigt. Bring es vor den Herrn, dass es abgeschöpft wird. Irgendwelche Wut, irgendwelche Zorn, irgendwelche Dinge, die einfach hochkommen, von denen du vielleicht gar nicht selber wusstest, geschockt bist, weil es so gar nicht zu deinem polierten Christenleben passt. Hey, bring es vor den Herrn, dass es abgeschöpft werden kann. Das ist der Prozess. Das ist das, was Gott will, dass das, was in uns schlummert und was nichts wert ist, weggenommen wird, damit wir immer wertvoller werden. Ja, vielleicht
wenn wir, sagen wir mal, voller Zorn zurückschlagen wollen. Vielleicht, wenn wir uns rächen wollen. Vielleicht, wenn wir weglaufen, flüchten. Wenn wir alles Gott vor die Füße schmeißen, weil wir sagen, hat doch alles gar keinen Wert. Ne? Vielleicht, weil wir einfach sagen, mir wird es hier doch zu heiß. Ich gehe nicht mehr weiter mit. Vielleicht, vielleicht. Dann zeigt sich, was in uns schlummert. Ne? Und das Ganze ist eigentlich, wenn man das richtig versteht, ein grandioser Prozess, der super, super gut ist. Denn wenn wir das verstehen, dass die Schwierigkeiten, in denen wir sind und diese Drucksituation gut sein können mit der Gnade des Herrn und mit seiner Hilfe, ja, dass sie uns weiterbringen in unserer Beziehung zu ihm, dann merken wir, hey, der Herr ist ganz nah bei uns und geht mit uns dahin durch. Er hält uns an der Hand. Er ist direkt da. Und er ist da, um das, was nicht gut ist, abzuschöpfen, wegzunehmen, um uns zu reinigen. Weißt du, wenn das nicht passiert und keine Buße getan wird, wenn dieser Läuterungsprozess nicht durchgeführt wird, sondern drin bleibt, weißt du, was dann passiert? Irgendwann muss das ganze Ding wiederholt werden. Und das ist nicht cool. Besser ist, wenn man wirklich sauber da durchgeht, Schlacke weg, und dann geht's mit dem Herrn weiter in die nächste Runde. Jesaja 48, Vers 10. Siehe, ich habe dich geläutert, doch nicht im Silberschmelzofen. Ich habe dich geprüft im Schmelzofen des Elends. Das gilt hier allerdings für das Volk, ja, weil es gesündigt hat. Ich stecke dich in den Schmelzofen, damit das Gute herauskommen kann. Also es ist ein Thema, was die Bibel öfters erwähnt. Ja? Weißt du, Gott ist nicht überrascht davon. Wir sind vielleicht überrascht, was da so hochkommt. Er ist nicht überrascht. Er ist nicht erschüttert. Er ist nicht schockiert, wie was da noch an Dreck und Schmutz ist. Nein, er hat es doch vorher schon gewusst. Er durchblickt, was in dem Goldklumpen ist. Eben nicht nur die Oberfläche, sondern was drin ist. Ja? Und deshalb setzt er diesen Prozess der Läuterung in Gang. Und jetzt kommt was sehr Wichtiges. Nicht, um dir zu zeigen, wie sündhaft du bist, wie unvollkommen du bist, sondern um dich zu reinigen und wertvoll zu machen. Das musst du dir wirklich merken. In diesen Prozessen. Nicht, um dir zu zeigen, wie sündhaft du bist, wie unvollkommen du bist, sondern um dich zu reinigen, zu läutern, vorwärts zu bringen, in der Beziehung zu ihm, wertvoller zu machen, damit deine Karatzahl steigt. Psalm 66, Vers 10. Denn du hast uns geprüft, Gott. Du hast uns geläutert, wie man Silber läutert. Ich glaube, es gibt wenig, was so Ermutigendes ist, wie wenn wir diesen geistlichen Vorgang für uns als Christen verstehen, dass diese Schwere, wie uns widerfährt, einen tiefen Sinn hat. Aus Gottes Sicht, aus der Sicht der Ewigkeit betrachtet. Vielleicht das Allerbeste ist, was uns passieren kann. Er selbst legt Hand an, um uns zu Material für die Ewigkeit zu machen. Unvorstellbar wertvoll, unvorstellbar kostbar, Feuer erprobt und immer wieder gereinigt und bewährt. Und da finden wir in der Bibel, im Neuen Testament, in 1. Petrus 1, Vers 6 bis 7, sehr herausfordernde Aussagen. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Das ist genau das, von dem diese Verse in Petrus sprechen. Ja? Er sagt, hey, wenn ihr den Prozess versteht, was da passiert, diesen Schmelzprozess des Herrn, dann könnt ihr jubeln, dann könnt ihr euch freuen. Das ist etwas, was Gott Lob und Herrlichkeit und Ehre bringt. Ja, das ist jetzt etwas schwierig. Ihr seid betrübt, ihr seid in Versuchung, ihr seid in mancherlei Not. Ja, aber das Ganze hat einen Ewigkeitswert, der genial ist. Bewährung eures Glaubens. Und der Glaube wird kostbarer sein als alles irdische Gold. Und das ist das, was für dich und mich gelten soll. Und
Paulus schreibt beispielsweise, der schreibt mehrfach darüber, beispielsweise in 1. Korinther 3, ab Vers 11. Da heißt es, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Okay, das heißt, hier geht es um Christen. Hier geht es nicht um irgendwelche Leute. Die Leute, die auf dem Grund, auf dem Fundament Jesus Christus stehen. Ja? Wer auf diesem Fundament ist, auf diesem Grund ist. So, und auf diesem Grund, auf den der Herr uns gestellt hat, auf dem wir unser Lebenshaus bauen, sage ich mal, dann schreibt hier Paulus weiter, wenn aber jemand auf den Grund unserem Glaubensleben Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, also irgendwas baut, auf dem Grund Christus, in seinem Leben, durch das, was er tut, durch das, wie er lebt, als Baumaterial, ne? So wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, der Tag der Wiederkunft des Herrn, weil er in Feuer geoffenbart wird. Das heißt, das ganze Ding, was wir gebaut haben in unserem Leben, wird im Feuer offenbart. Der Herr kommt im Feuer, wenn er wiederkommt. Und zwar in verzehrendem Feuer. Und das, was wir haben, was nichts taucht, wird verbrennen. Ganz einfach. Das ist nicht feuerfest für die Ewigkeit. Das ist nicht gereinigt für die Ewigkeit. Das ist nichts, was Ewigkeitswert hat. Ja? Es wird durchs Feuer offenbar werden. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Hey, du kannst ein tollstes Lebenskonstrukt dir gebastelt haben. Wenn er herkommt, ist es nur ein Strohfeuer, weil es nicht aus dem Material ist, was wirklich Bestand hat für die Ewigkeit. Und das sollte nicht für dich gelten. Ja? Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Er wird durch diesen Schmelzprozess, diesen Prozess hindurchgehen müssen. Wir alle gehen hindurch. Aber die Frage ist wie und mit welcher Perspektive und mit welchem Blick. Ich finde das so genial. Ich finde das wirklich richtig, richtig gut. Ne? Und das ist etwas, wo wir uns freuen können, weil wir wissen, dass der Herr es ist, der uns reinigt und läutert und mit uns vorwärts geht. Gut, das war im Grunde genommen schon mal etwas, wo ich gesagt habe, das ist ja sagenhaft. Dieser Prozess mit der Wäsche, dieser Erschütterung und dem Wasser des Heiligen Geistes und dann dieser Prozess mit dem Herausschmelzen, ja, dieses Kostbarwerden. Da sage ich, das ist doch wie unser Christenleben. Das ist wirklich extrem stark. Und dann habe ich mich weiter damit beschäftigt und dann dachte ich, ey, das ist jetzt ja der Oberknaller, was dann kam. Und das ist der dritte Punkt, über den ich sprechen möchte. Dieser dritte Punkt heißt, also das erste war die Wäsche, das zweite war die Schmelze und jetzt kommt das Amalgam. Amalgam. Du hast richtig gehört, das Amalgam. So, Amalgam kennst du vom Zahnarzt, ne? Genau, nicht ganz das geht es hier, aber sehr ähnlich. Man hat nämlich schon im Altertum festgestellt, dass es noch eine Methode gibt, um an das Gold ranzukommen. Allerdings nicht, um es zu läutern, sondern es um auf einem etwas einfacheren Weg irgendwie daraus zu bekommen aus dem Gestein. Also man hatte dieses Gestein, das war jetzt goldhaltig, das war da irgendwie drin, hat das zerkloppt, hat das klein gemacht und jetzt eben hat man gedacht, na, wir tun das nicht so hoch erhitzen, sondern wir nutzen einen chemischen Weg, um da dran zu kommen. Und was hat man gemacht? Man hat Quecksilber verwendet. Denn Gold ist super resistent gegen fast alle chemischen Stoffe. Es gibt nur ganz, ganz wenige Stoffe, die Gold sozusagen angreifen können. Das ist zum einen das sogenannte Königswasser. Das ist also eine Mischung aus Salpeter und Salzsäure, also eine sehr spezielle Art von Säure. Das ist eine Cyanidlauge und eben Quecksilber. Quecksilber. Quecksilber ist das einzigste Metall, das schon bei Normaltemperaturen sich verflüssigt. Ne? Früher hat man das ja in den Thermometern gehabt.
Der Schmelzpunkt dieses Materials liegt bei minus 38,8 Grad. Das heißt, in unserem normalen Leben ist es immer flüssig. Erst bei minus 38,8 Grad wird es dann irgendwann mal fest. Okay, wenn man jetzt das Quecksilber mit diesem goldhaltigen Gestein vermischt hat, wenn man also das Quecksilber in dieses Gebrösel da reingebracht hat, dann hat das Quecksilber sich mit dem Gold verbunden chemisch und konnte ganz einfach rausgeholt werden. Relativ einfach. Das hat nämlich eine Legierung mit dem Gold gemacht. Gold und Quecksilber haben sich verbunden, wurden zu einer Legierung und diese Legierung, die nannte man das Amalgam. Ja? Also Amalgam ist ein spezieller Begriff für bestimmte Legierungen. Und diese Legierung war eben auch ein Amalgam. So, das haben schon die Römer genutzt. Die Zeit der Römer, die wussten das schon, dass es diesen chemischen Prozess gibt und dass man das Quecksilber dazu nutzen konnte, an das Gold ranzukommen. Sie haben also Golderz genommen, Quecksilber dazu gemischt, ja, haben das dann ausgepresst, so nannten die das. Also irgendwie mit einer Apparatur haben die das durch Leinen oder manchmal auch durch solche Lederdecke versucht hindurch zu quetschen, hindurch zu pressen. Ne? Das war dann wie so eine Art Siebfunktion und das, was rauskam, das war dann eben diese flüssige Brühe, sage ich mal, eben von diesem Quecksilber, was ja flüssig war, und eben dem darin gelösten Gold. So, das hat man dann eben aufgefangen. Und dieses Zeug, dieses Amalgam, das musste man dann nur noch auf etwa 360 Grad erhitzen. Das nannte man das Ausglühen. Dann ist das Quecksilber verdampft und das Gold blieb übrig. So, damals haben die das exzessiv genutzt, aber es hatte natürlich rasante Nachteile. Ne? Der Nachteil lag auf der Hand, es hatte absolut massive Gesundheitsschäden und gigantische Umweltschäden ausgelöst. Ne? Der ungeschützte Umgang mit diesem sogenannten Schwermetall, ja, das wie gesagt schon bei Zimmertemperatur verdunstet ist, ne, ist sehr, sehr gefährlich. Die Dämpfe vom Quecksilber sind hochgiftig. Hochgiftig. Und die führen zu Organschäden, die führen zu motorischen Störungen und die sind komplett irreparabel. Diese Dämpfe. Ne? Ich habe mal gehört, dass es im Englischen ein Sprichwort geben soll, mad as a hatter. Das heißt zu Deutsch verrückt wie ein Hutmacher. Weil das war so, die haben ja diese Filzhüte gemacht und die haben da irgendwas früher gemacht, wo sie Quecksilber verarbeitet hatten. Und das hat eben dazu geführt, dass die irgendwann im Laufe der Jahre dann eben ja, eine Klatsche bekommen haben. Ne? Die Schäden, die mit dem Quecksilber zu arbeiten waren, irreparabel. Ja, und die Leute, die damit gearbeitet haben, die irgendwann konnte man das erkennen. Man sagt, dass dieses Ausglühen aber noch viel, viel, viel gefährlicher war als den blanken Umgang damit, weil da wurde es ja verdampft. Und die Leute, die da in dem Umfeld waren, die das eingeatmet haben, also die waren wirklich, wirklich unter höchster Lebensgefahr. Ich habe mal gelesen, das war in St. Petersburg, als die Kathedrale da gebaut worden ist, da hat man zur Vergoldung von diesen Kuppeln in Russland hat man also 100 Kilogramm Gold gebraucht. Und da hat man das so gemacht, man hat das genau so produziert mit diesem Amalgam und mit dem Ausdingsen und dann mit diesem Ausglühen. Und da heißt es, dass allein um dieses Gold zu gewinnen, allein diese 100 Kilogramm, sind über 60 Arbeiter an Quecksilbervergiftung gestorben. Ne? Einfach weil sie damit zu tun hatten. Was hat das jetzt mit dir und mir zu tun? Ich glaube, das Quecksilber ist ein Bild für Sünde. Für Sünde. Guck mal, Sünde ist giftig. Das giftige Material löst das wertvolle und komplett ungiftige Gold auf und verbindet sich damit. Und was herauskommt, ist etwas Unbrauchbares. Eine echt matschige, hässliche, dickflüssige Brühe, so gelb-braun, sieht ekelhaft aus. Die Schönheit und der Reiz des Goldes sind komplett verloren. Ist aufgelöst. Befindet sich in einem Zustand, jetzt erstmal so, von kompletter Wertlosigkeit. Das macht die Sünde
mit den Kindern Gottes, wenn wir bewusst mit ihr kokettieren. Sünde ist ein todbringendes Gift. Ja? Und sie versucht das, was in Gottes Augen Wert hat, aufzulösen. Das Gold unseres Lebens zu zerstören. Unseren Wert zu nehmen, unsere Festigkeit zu nehmen, unseren Glanz zu nehmen, unseren Halt zu nehmen und unser Leben so zu einer breiigen, schmierigen Angelegenheit werden zu lassen. Sie verändert unsere Substanz, unser ganzes Dasein, unser Aussehen. Das Gold ist nicht mehr zu erkennen. Und weißt du was? Es macht uns giftig für andere. Ich spreche hier von bewusster Sünde, die Christen machen. Bewusste Sünde, von der sie sich nicht trennen. Und die meisten Menschen wissen, dass es irgendwelche solche Bereiche in ihrem Leben gibt, wo sie sagen, ja, da gibt es ein Ding. Das ist etwas, das brauche ich. Das ist etwas, da kann ich nicht von ab. Das muss ich haben. Ja? Und sie lassen sich wissentlich mit dieser Sünde ein. Sie verbinden sich damit. Im Bild gesprochen, sie gehen eine Legierung ein. Und weißt du was? Im Geistlichen bleibt nichts von der Qualität übrig. Ein Christ, der bewusst, wissentlich in Sünde lebt, ist geistlich gesehen komplett entstellt. Komplett entstellt. Und das ist was völlig anderes als dieser Schmelzprozess. Guck, bei dem Schmelzprozess, da wird geschmolzen und dann kommt da die Schlacke hoch, dann kommt da irgendein Dreck hoch, der da noch drin ist, der für Sünde steht. Der wird abgeschöpft. Ist was völlig anderes. Das Ding ist Gold. Ja, da ist ein bisschen Dreck drin, aber es ist Gold. Aber dieses Amalgamzeug ist gar nichts. Ist eine Brühe, ist ein schmieriges, ekelhaftes, breiiges Zeug. Das Christenleben ist nichts, was irgendwelchen Wert hat. Das ist das, was Sünde aus uns macht, wenn wir nicht dagegen stehen. Sünde ist in Gottes Augen total das Bekloppteste, was wir machen können. Er will uns kostbar und wertvoll machen und wenn wir mit Sünde kokettieren, bewusst mit Sünde kokettieren, dann sieht unser Leben aus wie dieses ekelhafte Amalgamzeug, was da so raussabbert, ja, aus dem Gestein, was man dann auffängt. Eine breiige, schmierige Geschichte. Viele Kinder Gottes dulden Verbindungen in ihrem Leben, die nicht gut sind. Und sie realisieren gar nicht, was da in der geistlichen Welt passiert und was ihnen diese Sünde eigentlich raubt. Nämlich das, was sie eigentlich sind. Gold in Gottes Hand. So, und wenn man jetzt aus dieser schmutzigen, trüben Brühe wieder Gold produzieren will, dann sind zwei Dinge notwendig. Druck und Hitze. Ja? Es ist nicht so, dass da kein Gold wieder rausgemacht werden kann, aber es ist auch wieder ein sehr schmerzhafter Prozess. Ne? Druck und Hitze. Das Gold muss erst hindurchgepresst werden durch irgendwas, damit erstmal schon mal dieses Ganze, was da ist und der größte Teil des Quecksilbers zurückbleibt. Und dann wird es eben ausgeglüht, ja, in die Hitze, damit die Sünde entweicht und das Gold immer wieder zurückbleibt und immer reiner wird. Was ich damit sagen will ist, wir dürfen die negative Wirkung, die bewusst zugelassene Sünde auf unserem Leben hat, nicht unterschätzen. Es ist extrem gefährlich. Manche Leute sind sich nicht bewusst, dass es das Potenzial hat, ihre Ewigkeit zu zerstören in der Hand Gottes. Geistlich gesehen entstellt uns Sünde völlig. Sie ändert unsere Substanz. Sie nimmt uns viel, viel mehr, als wir uns vorstellen können. Weißt du, es ist ja heute so modern, dass man sagt, Sünde ist Zielverfehlung. Das ist nicht verkehrt, aber es ist mehr. Sünde ist Trennung von Gott. Sünde ist das, was dich von Gott trennt. Sünde ist das, was dir viel, viel, viel mehr nimmt, als du dir vorstellen kannst. Du musst, und ich meine, du musst, frei werden von der Macht der Sünde in deinem Leben. Im übertragenen Sinn, wo haben wir alle
Quecksilber in unserem Leben geduldet? Wo hat Quecksilber unser Leben verdorben? Was kann das sein? Kleine Betrügereien oder größere? Unehrlichkeit, Kavaliersdelikte, Stolz, Manipulation, Lieblosigkeiten, Bequemlichkeit, irgendwelche Arten von Sucht, beispielsweise Pornografie und. Die Liste ist gigantisch lang. Weißt du, ich möchte uns auffordern, dass wir uns seinem Prozess der Reinigung aussetzen. Dass wir seinen Prozess der Reinigung, der Hitze, der Läuterung akzeptieren. Und dass wir sagen, Herr, ich will rein sein vor dir. Ich sage dir eins, die Zeit läuft ab. Und wir kommen in Zeiten der Läuterung hinein. Es ist echt Zeit, diesen Schritt zu machen. Und deshalb halte ich heute auch diese Predigt. Ja, im Grunde genommen, nimm seine Läuterung an, denn er will dir deinen Wert geben, er will dich erhöhen, er will dich kostbar machen. Und in Philipper 2, Vers 15 lesen wir genau das. Damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes. Und ich finde, das ist so ein intensives Bild. Wir haben die Wäsche, wir haben dieses Schmelzen und dann haben wir diese Reinigung von diesem elenden Amalgam, von der Sünde. Setz dich dem aus, was der Herr tun will in deinem Leben. Lass es zu. Zieh dich nicht zurück. Geh mit ihm hinein in diese Phase der Hitze, in die Phase des Drucks. Weißt du was? Es geht um deine Ewigkeit. Es geht um alles. Halte nicht zurück wegen irgendwas. Gerade in diesen herausfordernden Zeiten, gerade in dieser Zeit von der Bedrängnis und der Hitze, in der wir uns schon befinden und in der wir weiter hineingehen. Gerade jetzt ist es absolut notwendig zu sagen, Herr, wir müssen vorankommen mit dir, wir müssen in Touch kommen, wir müssen uns deinem Feuer aussetzen, wir müssen bereit sein, dass dein Feuer uns reinigt von dem, was da drin ist. Das Feuer des Herrn. Er ist ein verzehrendes Feuer. Er will das, was nichts taugt, das, was keine Ewigkeit wert hat, in uns verzehren. Und das ist ein Prozess, den wir akzeptieren müssen. Weißt du, das ist nichts Leichtes. Ich sage das nicht einfach so happy-clappy-mäßig. Wir beten das selbst. Ich bete das für mich und ich habe Respekt davor. Ich sage, will ich das? Natürlich will ich es, aber ich weiß, es ist, wer weiß, was da auf einen zukommt. Ja? Da ist Bedrängnis, da ist natürlich Druck. Da ist eben nicht einfach. Ist eben nicht der Sonntagnachmittagsspaziergang, sondern es ist dieser Schmelzofen des Herrn. Ja? Es ist dieser Sturm des Herrn. Es ist diese Phase von diesem geschüttelt werden und erschüttert werden und diesem Wasser und ach. Und dennoch ist es das, was wir brauchen. Denn eins kann ich dir sagen. Wenn ich von diesem Globus gehe, möchte ich wertvoll sein in den Augen des Herrn. Ich möchte, dass da was da ist. Ich möchte nicht vor jeder Herausforderung, vor jedem Ding, was er uns gegeben hat, weglaufen. Und ich möchte vor allen Dingen eins, nicht mit diesem Amalgam der Sünde in dem Fernsten was zu tun haben. Amen. Da muss einfach dieser Prozess der Reinigung und der Heiligung kommen. Und das ist etwas, wozu ich uns alle einladen. Und du weißt genau, wenn es dich trifft, um was es geht in deinem Leben. Ich weiß es auch. Ja? Und wir wollen beten, dass das Ding wirklich weggenommen wird. Mit der Gnade des Herrn, mit seiner Hilfe, mit seinem Feuer. Yes. Amen. Amen. Das war echt stark mit diesem Amalgam. Das wusste ich gar nicht. Ja, ich war auch sehr überrascht. Dass das mit dem Quecksilber zusammenhängt. Das Gift der Sünde, ja. Ja. Okay. Wenn dich das betrifft und nur dann lass uns miteinander beten. Ja. Ich denke, es ist gut, wenn du deine Hand
auf dein Herz legst. Herr, du kennst uns. Du weißt alles von uns. Während wir und die Menschen um uns herum vielleicht nur die polierte Oberfläche sehen, weißt du genau, was in uns steckt. Du weißt, welche Verbindungen wir haben, die nicht gut sind. Du weißt, welcher Schmutz in uns noch ist. Du weißt, wo wir mit Sünde kokettiert haben und irgendetwas uns zu etwas gemacht hat, was in deinen Augen nichts wert ist. Und wir kommen zu dir und sagen, Herr, hilf uns aus diesem Elend raus. Hilf uns aus dem heraus, was unser Leben verdirbt. Hilf uns aus dem heraus, was in deinen Augen nicht wertvoll ist. Wir wollen kostbar sein in deinen Augen. Wir wollen Gold sein in deinen Augen. Wir wollen Bausubstanz für dieses himmlische Jerusalem sein. Wir wollen wirklich sein, die Braut. Und nicht irgend so eine schmierige Geschichte. Niemals. Und Herr, hilf jedem Einzelnen, der jetzt hier zuhört, der jetzt hier zusieht und sagt, ich brauche diesen Reinigungsprozess des Herrn. Und ich bete, dass der Herr dich berührt. Und ich bete, dass er dir hilft. Und ich bete, dass du mit der Hilfe des Herrn hindurchgehst. Und ich bete, dass du Buße tust, wenn Buße notwendig ist. Dass du es vor den Herrn bringst und einfach sagst, Herr, ich muss das hier mal bereinigen. Hier ist etwas, was so ätzend ist. Ich will kein schmieriges Amalgam sein, was nicht wertvoll ist in deinen Augen, sondern ich will kostbar sein. Ja, vielleicht ist noch ein bisschen Dreck, vielleicht ist noch ein bisschen Schlacke da, die kannst du rausbrennen, aber ich will nicht so eine breiige Brühe sein. Der Herr helfe dir, der Herr richte dich auf, der Herr lass seine Hand auf dir sein, er schenke dir, dass du rauskommst aus diesem Elend. Und wenn dazu Druck notwendig ist und wenn dazu Hitze notwendig ist, dann sag ja dazu, im Namen des Herrn. Heiliger Geist, wir beten, dass du jetzt ein tiefes Werk in den Herzen der Menschen tust. Ein tiefes Werk in unseren Herzen tust. Heiliger Geist, wir danken dir, weil du in uns lebendig bist und wirksam bist und dass du jetzt alle Dinge nach oben bringst, an diese Oberfläche. Dass du uns erkennen lässt, was noch an Restbestand da ist. Herr, ich danke dir für dieses Bild mit dem Schmelzen, mit diesem Schmelzofen. Und ich weiß, wenn ein Silberschmelzer Silber schmilzt und das abnimmt, oben diese Schlacke wegnimmt, dann hat er das so lange gemacht, bis er sein Gesicht in diesem Silbertiegel sehen konnte. Und Herr, du willst in uns gesehen werden. Und ich preise und ich ehre dich für das tiefe Werk, was du in uns tust. Und Herr, ich weiß, dass dein Wort wahr ist. Und dein Wort sagt, so ihr eure Sünde bekennt, so bin ich treu und gerecht, dass ich euch reinwasche und frei mache von jeder Ungerechtigkeit. Und ich weiß, Herr, dass du alles das, was wir an Sünde bekennen, was wir loslassen, was wir vor deinen Thron legen, dass du es nimmst und es versenkst im äußersten Meer, dass es nicht wiedergefunden wird. Und Herr, ich bitte noch um eins, dass du uns hilfst, dass wir in diesem Prozess dranbleiben. Dass wir nicht aufgeben, dass wir immer wieder das von deiner Hand tun lassen in unserem Leben. Dass du unsere Herzen berühren darfst, dass du unsere Seele berühren darfst, dass du unseren Geist berühren darfst, damit wir zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Die Wahrheit bist du selbst, in Jesu Namen. Ja, und ich möchte gerne noch, um dir eine Hilfe zu geben, wenn dich das betrifft, einfach mit dir noch ein Gebet sprechen und du kannst es nachsprechen. Jetzt vorsprechen, du sprichst dann nach und dann kannst du einfach das nachsprechen, weil ich glaube, dass es gut ist, das vor den Herrn zu bringen. Herr Jesus, ich möchte einen Neuanfang mit dir machen. Ich möchte einen Neuanfang mit dir machen.
Ich möchte neu auf einem anderen Level der Beziehung mit dir loslegen. Ich möchte neu auf einem anderen Level der Beziehung zu dir loslegen. Mit dir starten. Mit dir starten. Auf einem ganz anderen Level von persönlicher Beziehung. Auf einem ganz anderen Level von persönlicher Beziehung. Ich will, dass deine Heiligkeit in mir ist. Ich will, dass deine Heiligkeit in mir ist. Ich will, dass deine Reinheit in mir ist. Ich will, dass deine Reinheit in mir ist. Ich will, dass dein Feuer des Heiligen Geistes in mir ist. Ich will, dass das Feuer des Heiligen Geistes in mir ist. Reinige mich von von allem, was da Unwertes ist. Reinige mich von allem, was an Unwertem da ist. Reinige mich von allem, was dir nicht wohlgefällig ist. Reinige mich von allem, was dir nicht wohlgefällig ist. Drück aus, sag einfach, was dir auf dem Herzen ist, wo du weißt, dass es dem Herrn nicht gefällt. Sag, was du in deinem Leben hast. Sprich es einfach aus. Benenne es. Der Herr ist nicht erschrocken darüber, er weiß es. Benenne es vor ihm, dann kann es abgeschöpft werden und bereinigt werden. Yes, yes. Herr, du weißt, was in mir ist. Herr, du weißt, was in mir ist. Herr, du weißt, wo ich mit unguten Dingen einfach eine Verbindung eingegangen bin. Herr, du weißt, wo ich mit unguten Dingen eine Verbindung eingegangen bin. Herr, du weißt, wo ich nicht Gold bin, was du als wertvoll erachtest. Herr, du weißt, wo ich nicht Gold bin, was du als wertvoll erachtest. Ich erlaube dir, dass du mich reinigst. Ich erlaube dir, dass du mich reinigst. Ich erlaube dir, dass du mich läuterst. Ich erlaube dir, dass du mich läuterst. Ich erlaube dir, dass du mich zu etwas Kostbaren in deinen Augen machst. Ich erlaube es, dass du mich zu etwas Kostbaren in deinen Augen machst. Ich erlaube dir, dass du mich zu etwas machst, was Gold für die Ewigkeit ist. Ich erlaube dir, dass du mich zu etwas machst, was Gold für die Ewigkeit wird. Etwas, was dir wohlgefällig ist. Etwas, was dir wohlgefällig ist. Amen. 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 Wenn du das jetzt mitgebetet hast und vielleicht nicht ganz frei gewesen bist, wirklich diese Sünde zu benennen, du weißt jetzt, wie das geht, schau dir diesen Gottesdienst nochmal an, bring das nochmal vor den Herrn. Wir haben gehört, es gibt immer wieder diesen Reinigungsprozess, immer wieder das, bis du wirklich sicher bist, ich bin frei. Ich bin frei. Und das wollen wir dir sehr ans Herz legen. Auch heute Nacht, nimm das mit, dass du wirklich das im Geist bewegst. Nachts spricht der Herr oft zu unserem Geist und er holt Dinge hervor. Nachts erkennen wir oft Dinge, die wir tagsüber nicht so wahrnehmen. Nutz diese Zeit. Lass den Herrn zu deinem Herzen sprechen. Ich habe eine Geschichte, hatte ich mich daran erinnert, wo es auch um dieses Zubereiten eines Steins geht. Da hieß es, ein Mann ging spazieren und der kam an einer Kirche vorbei, die wurde renoviert und unten war ein Steinmetz und der bearbeitete mit Hammer und Meißel einen Stein und immer wieder, es spritzten die Funken und es war wirklich ein hartes Werk. Und der Mann sagt zu diesem Steinmetz, was machst du da? Weil er auch gesehen hatte, dass dieser Steinmetz immer nach oben geguckt hat. Und dann sagte der Steinmetz, ich bereite hier den Stein vor, damit er oben passt. Und damit meinte er, er musste diesen Stein hier unten bearbeiten, dass er oben am Kirchturm eingesetzt werden konnte. Und der Mann, der ihn gesehen hatte, der hat gesagt, das wurde ihm zum Bild, dass er in seinem Leben von Gott so als Stein bearbeitet werden muss, dass er in der Ewigkeit eingepasst wird. Und das ist ein Bild auch für mich, als ich das gelesen hatte und mich erinnert hatte eben daran. Das ist nicht leicht, ihr Lieben. Das ist nicht leicht. Es ist nicht leicht, die Ecken und Kanten und geschliffen zu werden. Geläutert zu werden. Ja. Es ist nicht leicht. Aber trotzdem, wir werden passend gemacht für die Ewigkeit. Der Stein muss da oben passen. Amen. Das Gold muss da oben als wertvoll gefunden werden. Ja. Und das ist im Grunde genommen eigentlich das, was mir am wichtigsten ist. Dass du weißt, wenn du durch diese Prozesse hindurchgehst, ja,
ob das jetzt die Erschütterung ist und das Schütteln ist und das Gespültwerden ist oder der Sturm ist oder die Hitze ist oder... Es gibt ein anderes Bild, ist das mit dem Diamanten. Ja, genau. Der ist ganz ähnlich, der immer wieder geschliffen werden muss. Und je länger, desto wertvoller wird er. Ja, das sind Bilder, die uns zeigen, wie der Herr an uns arbeiten will, damit wir einfach in seinen Augen immer wertvoller werden. Ja. Und deshalb, die Situationen, die uns so bedrängen, die können wir auch als etwas nehmen, wo wir sagen, Herr, hier gehe ich durch und ich möchte, dass das etwas ist, was mich wirklich immer mehr in dein Bild verwandelt. Amen. Und wir beten, dass das für dich gilt. Wir beten, dass du kostbar bist und immer kostbarer wird für den Herrn in der Ewigkeit. Amen. 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 Diesmal war es ein ernstes Wort und ich glaube, es war ein gutes Wort jetzt in dieser Stunde, weil es ist etwas, was uns betrifft und was wir wissen dürfen, auch wenn vielleicht schwierige Zeiten auf uns zukommen, wo wir wissen dürfen, hey, der Herr hat einen völlig anderen Blickwinkel, als es vielleicht so hier im menschlichen Miteinander aussehen mag. Amen. 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 Kostbar in seinen Augen. Kostbar. Halleluja. Das nehmen wir mit in die Woche. Ja. Wir sehen uns wieder nächste Woche Freitag, den Gottesdienst jetzt. Hier kannst du am Sonntag, der wird Sonntagmorgen um 10 Uhr eingestellt wieder, bleibt also, kannst du immer wieder nochmal nachvollziehen. Du kannst ihn weiterschicken, jetzt gerade auch an Menschen in dieser Adventszeit, in die wir jetzt reingehen, an Leute, die bedrängt sind, die unter Angst sind. Und wir wollen dir einfach danken jetzt für das Zusammensein mit uns. Und wir freuen uns auf ein Wiedersehen. So, sei reich gesegnet in der Woche. Ja. Und bleib dran mit dem Herrn. Yes. Ciao. Blessings. Shalom.